Hallo meine Lieben, ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin die Emma und wir sind wieder bei Star Stable unterwegs und wir wollen die Hauptquest weitermachen, die Hauptstory ein bisschen. Hier geht's einmal weiter zu Elisabeth und sie sagt, das Tal ist auf keiner normalen Karte verzeichnet, aber wir Druiden wissen, dass es jenseits dieser Mauer aus Eis ein Land voller Magie und Wunder gibt. Es ist Jahre her, seit jemand dorthin gereist ist. Ich würde es gerne einmal wiedersehen. Okay, wir müssen da hoch anscheinend. Richtung das Dinosauriertal. Ich kann mich vage daran erinnern, dass ich da war. Mit dem ersten Account, den ich habe. Aber, ja, nicht viel und nicht oft. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich denn nochmal auch was mit meinem ersten Account machen soll. Denn ich habe da bestimmt auch ein paar Starcoins angespart. Denn ich bin da ebenfalls Starrider. Und ja, weiß nicht. Ich benutze zurzeit einfach nur diesen Account. Eisig hier oben. Passt irgendwie unser Outfit trotzdem zu, ne? Der Schnee ist geschmolzen. Ein Pass im Eis ist freigelegt. Okay, cool. Wie gesagt, könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich irgendwas in meinem ersten Account anfangen soll. Ich nehme mir total gerne auch Videovorschläge an, wenn ihr gerne etwas sehen wollt. Also da bin ich mir nicht zu schade für. Manchmal ist so ein bisschen Abwechslung ganz nice und deshalb denke ich, dass es für euch auch interessanter sein könnte, anstatt immer nur Stories oder Nebenstories zu sehen. Genau. Gucken, was sie jetzt noch sagt. Irgendwas sagt mir, dass es in Ordnung wäre. Die Sonne schien in letzter Zeit so stark und warf ihre Strahlen auf die eisigen Oberflächen des Berges. Mir fällt gerade auf, dass ich überhaupt nicht hier die Hauptquest weitermachen wollte, sondern Blitzkreis, das ist bei Fripp. Egal, dann machen wir das in der nächsten Folge. Oh nein, ich bin immer davon ausgegangen, dass wir irgendwie einfach zu Elisabeth müssen. Naja, okay, wir machen jetzt erstmal das weiter. Jetzt, wo das Tal des verborgenen Dinosauriers zugänglich ist, können wir es nach und nach unserem Belieben erkunden. Viele kostbare Artefakte waren so lange unerreichbar und jetzt können die Druiden die rätselhaften Geschichten der Insel zusammensetzen. Emra, ich kann dir gar nicht genug für deine Hilfe danken. Dennoch müssen wir vorsichtig sein. Wir wissen sehr wenig darüber, was sich so lange hinter dieser Mauer aus Eis versteckt hat. Reite aus und suche einen sicheren Weg, um in das Tal zu gelangen. Ich werde hier bleiben. Vergiss nicht, dass das Tal äußerst isoliert ist. Dir stehen also keine Ställe und andere Annehmlichkeiten zur Verfügung. Und wenn man bedenkt, wie schwierig es war, das Tal zu betreten, kann es ebenso schwierig sein, es wieder zu verlassen. Du solltest dich vorbereiten, bevor du das eisige Tal betrittst. Aber wie soll ich mich denn darauf vorbereiten? Wir gehen ja jetzt einfach rein. Ach, das war ja Fail. Aber dafür hat die Farbe unseres Pferdes eine passende. Okay, gehen wir mal rein. Ui, es ist schön eng hier, ne? Krank. Gruselig. So. Und das sieht auch sehr stabil aus an der Stelle. Würde ich auch immer direkt mit Pferd betreten. Der Aufzug ist unbrauchbar. Gut, gucken wir uns trotzdem an das Ding. Ein gefrorenes Tal, eingehüllt in eisigen Nebel, breitet sich unterhalb des Aufzugs aus. Ich habe das Tal des verborgenen Dinosauriers betreten. Kein Aufzug, aber es sieht fast so aus, als ob es trotzdem eine Möglichkeit gibt, sie entlang des Berges nach unten zu begegnen. Okay. Die Eisplattform entlang der Bergseite. Die Eisplattformen entlang der Bergseite sehen nicht so aus, als ob sie jemanden für längere Zeit aushält, wenn man auf ihnen steht. Ich muss nach unten kommen, ohne stehen zu bleiben. Danach komme ich nicht mehr auf demselben Weg zurück. Das wird riskant. Aber was tut man nicht alles für ein kleines Abenteuer? Ich hoffe, ich finde später einen anderen Weg zurück. Bis dahin bin ich ganz alleine und habe keine Hilfe. Uff. Ich muss ein Rennen darunter machen, ehrlich. Ja, warum auch nicht? Weil ist ja nicht nur schon irgendwie krass genug. Heiliger Wimbam, ne? Ah,
Hilfe! Ist das grauenhaft? Oh mein Gott. Nee, wie schön. Wir sind unten. Kein normaler Mensch würde das tun. Gut, wir haben es geschafft. Unterer Teil des Aufzugs. Du bist ganz allein. Niemand kann dir helfen. Nicht mal einen Pulli habe ich dabei. Dies ist der untere Teil des Aufzugsturms. Der Aufzug sieht von unten genauso unbrauchbar aus wie von oben. Hier in der unteren Mitte des Aufzugkonstruktions ist ein Motor. Ich kann ihn inspizieren, um zu sehen, ob man ihn reparieren kann. Wenn es mir gelingt, habe ich einen Weg zurück nach Veldale und Elisabeth kann ohne Risiko mit mir in das Tal des verborgenen Dinosauriers kommen. Verboren? Verloren. Oder verborgen, ne? Gott. Oh, okay. Huch, was war das denn? Naja, okay. Der Motor hat wirklich schon bessere Zeiten gesehen. Er ist kaputt, rostig und hat keinen Kraftstoff. Selbst wenn es heil wäre, so startet er von irgendeiner Vorrichtung, die sich irgendwo in der Nähe befinden muss. Das Haus dahinter scheint ein Kontrollraum zu sein. Das muss ich näher untersuchen. Nee, machen wir mit Pferd, das ist einfach schneller. Ich habe mein Pferd noch gar nicht verpflegt. Uiuiui. Schande auf mein Haupt. Okay, die Tür ist verschlossen. Die Tür in diesem kleinen Raum ist mit einem Hängeschloss verschlossen und ich komme nicht rein. Ich frage mich, ob es einen versteckten Schlüssel in der Nähe gibt. Auf der Türkante, unter dem Fenster vielleicht oder im verschneiten Blumentopf? Es ist es wert, danach zu suchen. Ich will das Haus hier gerne näher untersuchen. Oder wir brechen einfach ein. So, gucken wir mal, wo wir irgendwas finden hier. Ah, direkt gefunden. Das ist ja super. Ich weiß immer noch nicht, was das bringt genau. Aber ich glaube, das dient nur der Nicht-Langeweile. Der Schlüssel passt. Die Tür ist nun offen. Was ist das denn für ein Riesending? Wie groß sind denn die Menschen hier? Das hier ist ein Kontrollraum für den Aufzug. Das Kontrollpanel ist alt und wurde mit bester Ingenieurskunst um die Jahrhundertwende gebaut. Das muss ich genauer kontrollieren, um zu sehen, wie beschädigt das Kontrollpanel ist. Dann gucken wir doch mal. Ach, das verkürzt die Zeit auch. Ah, das ist natürlich cool. Das Kontrollpanel scheint inaktiv zu sein. Obwohl es seit 100 Jahren nicht mehr verwendet wurde. Das Haus hat die empfindliche Mechanik vor Wind und Wetter geschützt. Wenn ich Sachen finde, die ich als Reserveteile für den Motor verwenden kann, kann ich ihn eventuell reparieren. Wenn ich noch brauchbare Kraftstoff finde, gelingt es mir vielleicht, den Aufzug zu starten. Ich möchte wirklich einen sicheren Weg zwischen diesem spannenden Tal hier und Veldale finden. Erst dann kann Elisabeth mit mir hierher kommen. Als ich nach dem Schlüssel suchte, waren ein paar andere Objekte im Schnee zu sehen. Vielleicht gibt es ein paar Sachen in der Gegend, die man als Reserveteile verwenden kann. Mir wäre auch, als ob ich einen Dieseltank hier im Schnee hervorblitzen sah. Gut, ich frage mich immer noch, wer so riesig ist, aber okay. Gucken wir mal, was hier so drumherum liegt. Hier ist anscheinend nichts. Ich bin einmal um den Pudding gelaufen. Hier ist auch nichts. Ach, hier vorne direkt. Warte mal, hier glitzert es auch im Schnee. Okay, ich habe irgendwas aufgenommen. Dieser Tank ist mit 100 Jahre altem Diesel gefüllt. Es gibt sicher ein Gefäß oder einen Kanister hier irgendwo unter dem Schnee, den ich mit Diesel füllen kann, um den Tank des Aufzugsmotors zu befüllen. Habe ich den nicht? Doch, hier ist doch. Was ist denn das? Das alte Metallschrott. Okay, muss ich erstmal weitersuchen. Ach, hier bei meinem Pferd steht direkt auch was. Noch irgendwas eingesammelt. Müssen wir alles einsammeln? Wahrscheinlich, ne? Was ist das denn? Benzinkanister muss ich erstmal finden.
Ich weiß gar nicht, was ich da einsammle, aber wir werden jetzt einfach mal alles einsammeln, was wir finden können. Bitte, ich habe einiges gefunden. Einmal den jetzt befüllt. Dann können wir das jetzt hier hinten in den Filter geben wahrscheinlich. Der Tank ist nun befüllt. Der Kraftstoff ist nun mit Jahrgangsdiesel befüllt. Ja, das stimmt allerdings. Sehr cool. Dann nehmen wir mein Pferd wieder mit. Das ist eine bunte Sammlung von Reserveteilen. Meist Schrott, aber das sollte für eine provisorische Reparatur vielleicht zu verwenden sein. Ich bin sicher, dass man den Motor mit diesen Teilen hier reparieren kann. Im Kontrollraum habe ich eine Werkzeugkiste gesehen. Die brauche ich für die Reparatur. Na gut. Okay, dann ist die hier. Die ist wenigstens normal groß. Erstmal schön in den Vordergrund rücken hier. Oh, das ging einfach. Oh, war viel Aufmerksamkeit, das Teil. Da, wir haben es. So, nun denke ich, dass der Motor repariert ist. Provisorisch auf jeden Fall. Nun werde ich versuchen, den Aufzug mit dem Regler im Kontrollraum zu starten. Gut, machen wir das. Sehr, sehr schön, ne? Wir haben es repariert. Okay, ich hatte gerade ein paar Schwierigkeiten und zwar hat die Quest ein bisschen gehangen. Oder es ist wirklich so gewesen, dass man das nochmal alles starten musste, obwohl der Motor hinten schon an ist. Keine Ahnung. Aber jetzt funktioniert's. Hurra, es funktioniert. Wie lange, frage ich nur. Ist nicht ganz ohne Risiko, mit diesem baufälligen alten Aufzug zu fahren. Es ist richtig, auf jeden Fall. Da wartet unser Tierchen. Und wir gehen nochmal zum Aufzug zurück. Ah, nee, doch nicht ganz zum Aufzug, sondern eher hier vor. Ich muss eine Probefahrt mit dem Aufzug machen. Komm schon, Snow Guardian, los geht's. Wir können hier schließlich nicht nur dumm rumstehen. Ist richtig, da friert man auch nur. Nein, 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 nein. Bleib mal hier, du Ding. Bleib mal hier, du Ding. Oh Gott, da würde ich mich ja nie reintrauen, ne? Vor allem nicht mit Pferd, oh Gott. So, funktioniert. Sehr cool. Das heißt, wir können bestimmt Elisabeth jetzt berichten, dass es funktioniert. Diese Aufzugfahrt fühlt sich nach etwas unsicher an, aber wir sind oben angekommen. Wir hatten Glück, dass Snow... Wir hatten Glück, was, Snow Guardian? Hoffen wir mal, dass das Glück anhält. Nun können wir uns auf jeden Fall frei zwischen dem Teil der verborgenen Dinosaurier und Veldale bewegen. Juhu! Nun können alle in das alte Tal kommen, wenn man keine Angst vor Aufzügen hat, versteht sich. Zeit, Elisabeth davon zu erzählen, dass der Aufzug funktioniert. Snow Guardian, machen wir uns auf den Weg, bevor wir die Hufe vom Boden festfrieren. Deutsch ist da, ich bin noch nicht lange wach, obwohl ich eigentlich schon viel geschafft habe heute. Ich habe heute bin aufgestanden, als mein Freund zur Arbeit ist, dann musste ich... dann habe ich das Schlafzimmer ein bisschen aufgeräumt, dann habe ich Sport gemacht, dann war ich duschen und habe dann gefrühstückt und dann habe ich mich hier dran gesetzt zum Vordrehen und muss später halt auch noch arbeiten. Ja, das ist mein Tag, Leute. Eventuell später noch mal ein bisschen runterfahren beim Zocken und dann mal gucken. Nee, nicht mal gucken, dann schlafen wir. So. Hallo Amber und Snow Guardian. Funktioniert der Aufzug? Es war eine Hörte. Ich. Was? Ich war, als hörte ich ein wahnsinniges Geschepper von oberhalb des Bergpasses. Glaubst du wirklich, dass es sicher ist, mit dem alten Aufzug zu fahren? Ich muss mich etwas vorbereiten, bevor ich mich auf den Weg mache. Eigentlich sollten wir bis morgen warten. Ah, wir können nicht warten, oder? Es gibt Dinge da drin im Tal, die ich wirklich haben will. Ich bereite jetzt alles vor und begebe mich dann mit dem Aufzug dorthin. In der Zwischenzeit kannst du Avalon fragen, ob er etwas Spezielles aus dem Tal haben möchte, okay? Gut, sprich mit Avalon hier im Dorf, dann sehen wir uns unterhalb des Aufzugs.
Okay. Gut. Cool, dass wir es freigeschaltet haben. Freut mich total. Ich glaube aber nicht, dass es da Pferderassen gibt später oder so. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Soweit habe ich in dem anderen Teil nicht gespielt, aber ich glaube nicht. So, wir fragen mal eben Avalon noch. Hallo Amra. Also das alte eisige Tal ist wieder offen. Interessant, sehr interessant. Elisabeth hat sich gefragt, ob ich etwas von dort brauche. Sehr interessant. Absolut. Wir wollen aber heute nicht mehr ins Eistal. Denn ich wollte ja ursprünglich sowieso eine andere Quest machen. Dafür machen wir jetzt hier einen Cut. Wir haben eine kleine Nebenfolge produziert. Das ist auch in Ordnung. Und ja, ich freue mich, wie es weitergeht. Dann machen wir. Ja, total super. Haben wir den Bergpass einmal freigeschaltet. Denke, da machen wir auch zügig weiter. Und ich würde aber gerne mit der Hauptquest weitermachen. Also, würde ich mich über ein Like und ein Abo und einen Kommentar freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.